Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Train Fever Map Vorstellung. Und dieses Mal die Map von dem lieben Nando. Ja, ich war sehr beeindruckt von den Bildern, die er im Forum gepostet hat. Und ich habe jetzt mal die Welt geladen. Ja, es tut mir leid, dass so lange keine Map-Vorstellung mehr kam. Erstens, ich habe schon lange versucht, hier diese Map aufzunehmen. Aber wenn wir hier mal uns die Städte anschauen, ja, 5000, 4700 und weit über 3000. Ich hatte sehr, sehr viele Schwierigkeiten, die Map zu zeigen. Aber ich habe. Ups, Entschuldigung. Ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen, die Map flüssig darzustellen. Ja, ich habe einfach den Prozessor weiter übertaktet, die Grafikkarte weiter übertaktet und jetzt läuft es einigermaßen. Ich habe OBS noch ein bisschen eingestellt, damit alles einigermaßen flüssig läuft. Ja, und ich muss sagen, ich brauche für diese Map nur im Standbild jetzt brauche ich 6,2 GB RAM. Ja, Gott sei Dank habe ich so viel. Also nur so viel dazu. Es ist, glaube ich, eine mittlere Größe. Wenn ich da falsch liege, bitte korrigiere mich. Und wir sind hier in der zweitgrößten Stadt. In Riffels. Ah, ne, die ist doch schon ein bisschen kleiner, aber doch schon 3000, ja. So sieht das Ganze dann aus mit 3000 Einwohner. Ist dann doch schon immens, ja. Wir sehen hier einmal wahrscheinlich den Hauptbahnhof. Und der liebe Nando, habe ich herausgefunden, ist Schweizer. Und deshalb finden wir hier auch. Das ist alles Bus, ja. Tram, Tram, Tram. Er hat sehr viel Tram. Hier sind die Züge. Deshalb finden wir auch hauptsächlich nur Schweizer Züge, muss ich sagen. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding, aber es hat ja nichts mit der Map-Vorstellung zu tun, ja. Wollte es bloß mal sagen, also der liebe Nando ist Schweizer. Und was mich auch anfangs verwirrt hat, die Züge fahren in der Schweiz andersrum. Das heißt, die fahren sozusagen links in diese Richtung und rechts in diese Richtung, habe ich ihn so angeschrieben. Dann habe ich ihn gefragt, hey, Junge, deine Züge fahren auf der falschen Seite. Und er sagt, nee, 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 das ist in der Schweizer. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den Hauptbahnhof von Riffelswil, ja. Hier sehen wir ja schon mal den Raab oder so ähnlich wie den Raab. Es gibt da zwei, die so ein bisschen ähnlich aussehen. Aber ich glaube, das ist der Raab. Und ja, man sieht, die Stadt ist sehr schön dekoriert. Ja. Vor allem hier finde ich ziemlich cool, dass er hier zum Beispiel bei den Bahnhöfen nebeneinander gebaut hat und dann einfach die Güterlinie über die andere kreuzen lässt und einfach die Liebe zum Detail, ja, hier diese Wand, diese Steilwand, finde ich einfach ziemlich cool. Hier sehen wir zum Beispiel ein paar Züge, ja, angeführt von ein paar Schweizer Lokomotiven. Hier haben wir noch einen. Ja, das ist der gleiche. Und also ich muss schon mal sagen, auch wenn das hier, ach Gottes Willen, der hat hier, oh, das sehe ich jetzt erst, der hat hier überall Autos hingemacht. Das sieht ja auch mega geil aus. Alter Schwede. Das sind alles Assets hier. Okay, da hast du die, aber okay. Junge, Junge, Junge. Was sehe ich hier noch? Ach, hier ist noch so ein Depot. Auch nicht schlecht. Ja. Hier haben wir, ich glaube, das ist Amazone. Das ist Amazone? Jawohl. Amazone. Und also ich muss sagen, hier schon mal von dem Aufbau her, ja, auch hier diese tiefe. Okay, sagte ich kann ohne Lex aufnehmen, ja, hauptsächlich. Auch hier diese Schienenführung unterhalb sozusagen dem Berg, oder das ist wahrscheinlich künstlich errichtet, und dann oben drüber die Straße, finde ich einfach nur mega nice.
Und auch hier den zweiten Bahnhof von Rottweil oder Rottenwil oder so. Was ich immer sehr attraktiv fand bei ihm, sind seine Bahnhofsvorplätze. Ja, das sieht man jetzt. Das ist hier zum Beispiel ein Teil davon. Aber wir werden nachher in der Hauptstadt noch meines Erachtens was richtig Krasses sehen. Ja, und ja, wir sehen hier einen kleinen Triebzug von der Schweiz. Kenne ich persönlich nicht, muss ich sagen. Und ich würde jetzt mich einfach mal aufmachen in die nächste Stadt. Das ist die Hauptstadt, da will ich mal nicht hin. Da gehen wir am Schluss hin. Dann haben wir hier noch ein paar kleinere Dörfer, aber wir sehen auch, er hat mir auch geschrieben, er hat mit der Map aufgehört, weil es einfach so hart geleckt hat bei ihm. Also wir sehen hier, die Stadt hat sich trotzdem weiterentwickelt, ja, aber natürlich der Nahverkehr ist noch nicht komplett ausgebaut. Ist nicht schlimm. Okay, wie hast du denn das hinbekommen, dass die. Wie hast du denn das hinbekommen, dass die nicht geklont werden? Also, dass die nicht zusammenhängen? Das frage ich mich. Auf jeden Fall, er hat hier auch gut besuchte Bahnhöfe. 240 Leute. Oha. Oha, okay. Ich will gar nicht mehr laufen lassen. Und ja, also wir sehen hier starken Nahverkehr, sehr, sehr, sehr viele Busse. Hier hat es fast schon einen Busstau. Ja. Was ich jetzt persönlich finde, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schweiz so ist, ist hier dieser Busstreifen. Das ist wahrscheinlich ein Mod, ja, aber finde ich jetzt persönlich nicht sehr hübsch, muss ich sagen. Aber wenn das bei euch so in der Schweiz ist, dann kannst du mir ja gern schreiben. Ja. Da hat sich der Busstau auch schon aufgelöst. Und hier auch wunderschön wieder. Uiuiui, das hinten im Hintergrund noch die andere Stadt. Ja. Hier im Hintergrund einfach, wie die Strecke mitten in der Stadt durch in den Tunnel reinführt. Finde ich echt klasse. Ja, das sind alles Schweizer Züge. Und hier ist wahrscheinlich so, dass die. Ja, genau. Hier sieht man auch, ja. Das ist genau umgekehrt wie in Deutschland, weil in Deutschland würden sie natürlich rechts fahren. Das hat mich extrem verwirrt, muss ich sagen. So, kommen wir mal zur nächsten Stadt. Das wäre wieder eine ziemlich große. Ich glaube, ist es die zweitgrößte? Ne, das ist die drittgrößte mit 3800. Ja, sieht man doch schon, dass es doch einiges größer ist. Und hier sehen wir zum Beispiel einen. Finde ich einen sehr coolen Bahnhofsvorplatz, ja. Wir sehen hier, hat er Dings benutzt? Okay, er hat Cheat Engine benutzt. Sehe ich jetzt nicht so tragisch, denn ich benutze es selber. Fünf Gleise finde ich einfach immer manchmal zu wenig. Sechs Gleise ist dafür einiges besser, ja. Aber das hier, ich würde das nie hinbekommen, ja. Diese Unterfahrten oder diese Straßenunterführungen am Bahnhof, dass es so schön aussieht. Ja, da ist mir doch tatsächlich Trainfever abgeschmiert. Ja, das ist ja unglaublich. Ja. Ich habe mich jetzt hier wieder zurückgesetzt an die Stelle, wo wir aufgehört haben. Ja. Und also bloß als Beispiel hier jetzt dieser Bahnhofsvorplatz. Ja. Er hat hier die Möglichkeit. Gottes Willen. Er hat hier 8 Haltestellen, ja, die wahrscheinlich alle separat. Ne, okay. Jedes Doppelte ist eine Linie. Ist auch nicht schlecht. Und eine Linie geht komplett vorbei. Das ist auch dran. Ja, das ist alles dran. Also, ich glaube, in den großen Städten hat er hauptsächlich Tramlinien. Denn, ja, die transportieren natürlich schneller und alles Mögliche. Okay, was hat denn die Stadt hier für Linienbenutzung? 84, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, das ist zwar ein großes Durcheinander, aber dann doch schon sehr effektiv, muss man sagen. Es bleiben kaum Trams stehen. Mich wundert es, dass du hier keine Meldung gekriegt hast, zu steil oder wie die Meldung heißt.
Ja, das kaum eine Tram im Stillstand. Klar, das ist natürlich ein riesiges Tramkreuz, das ist ja unglaublich. Aber es bleiben wirklich kaum Trams stehen. Und das finde ich ja das Coole. Jetzt hat mir da jemand geschrieben. Also wieder kurz offline. Warum mache ich das eigentlich nicht vorher? Also, dann wären wir hier in Wirrenlos. Wirrenlos ist auch ein cooler Name. Und er hat jede Stadt, so wie ich das richtig sehe, mit einem 320 Meter Bahnhof versehrt. Wäre jetzt nicht einmal nötig gewesen. Ja. Aber hier sehen wir Einfahrt auf dem falschen Gleis. Nein, natürlich nicht. In der Schweiz gehört sich das so. Der fährt weiter. Mal gucken, er hat, glaube ich, nichts an den Werten umgeändert. Aber wie gesagt, ich glaube es bloß. Okay, er hat es so gemacht, dass er. Okay, das finde ich aber nicht sehr schön. Ja. Vielleicht ist es bei ihm nicht so, aber die Signale in dem Masten. Naja. Finde ich jetzt nicht unbedingt sehr schön. Und vor allem, was sind das für Signale? Sind das Schweizer Signale oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gut. Dann wären wir hier mit Würenlos fertig und würden dann weitergehen. Oh, okay, hier sehe ich noch was. Auch schön hier mit der Wand. Das ist echt toll. Hier oben eine riesen Brücke. Das ist wahrscheinlich Güterverkehr hier oben. Gehe ich mal davon aus. Jawohl. Okay, da hat. Okay, er hat an den Werten rumgespielt, weil diese Wagen fahren nicht 200, das weiß ich. So, er hat hier die ganze Hauptstrecke, hat er viergleisig gemacht. Man hätte ja jetzt beispielsweise auch mal nur zwei Gleise machen können oder Güter- und Personenverkehr mal auf eine Linie bringen. Das finde ich immer übelst nice, denn ja. Es sieht einfach geiler aus, weil es ja auch in der Realität so ist, dass Güterzüge ja nicht irgendwie extra fahren, ja, bloß weil das jetzt vielleicht der kürzere Weg ist. Und what? Okay, das ist bloß Fake, oder wie? Ah, das ist bloß Fake. Dach gerade schon, ne? What? Weil das ist der Bahnhof. Nee, hä? Okay, was ist hier Bahnhof? Okay, das ist alles Bahnhof. Okay, jetzt bin ich gerade hart verwirrt. Aber wir kommen dann auch schon nach Niederglatt. Das ist aber die zweitgrößte Stadt. Niederglatt, jawohl. Fast 5000, ja. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Ja. Wächst hier zusammen mit Uster. Uster ist ja knapp bei 3200. Die wachsen hier auch schön zusammen. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Er kommt hier mit seiner Hauptstrecke und geht dann hier in den Bahnhof rein. Auch hier wieder, was hat er denn hier gemacht? Das ist die, ah genau, das ist die Schule. Oder? Nee, hä? Doch, das ist die Schule. Genau. Ja, das ist diese. Frag mich nicht, wie die heißt. Aber auch hier wieder. Ein. Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er denn das gemacht? Okay, eine Frage nochmal. Wie hast du das gemacht? Auch mit Schienen? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Hier fahren dann noch alte Trams. Aber hier auch wieder überall seine
Seine 8 Stellplätze, wo er bedienen kann. Okay, die werden hier gar nicht angesteuert. Schade eigentlich. Wahrscheinlich wollte er da noch ausbauen. Aber auch hier überall. Wunderbar, diese Kurve, ja. Einfach zum Abrunden, das finde ich einfach nur nice, muss ich sagen. Auch hier die Paralleleinfahrt. Hier nochmal, hier auch überall hat er sozusagen den Nahverkehr integriert. So viel Nahverkehr habe ich eigentlich gar nicht. Aber das ist auch eine riesengroße Stadt, wenn man das mal so betrachtet. Da hat er noch einen zweiten Bahnhof hingesetzt. Das war ja nicht für den Nahverkehr. Ja, genau. Hier hat er bloß einen kleinen Vorplatz. Ja gut, da wird wahrscheinlich auch nicht so viel hinfahren. Und das wäre dann Niederglatt. Wächst hier zusammen. Hier mittendrin hat er einfach einen Bahnhof hingesetzt. Dass die Städte auch schön zusammenwachsen. Auch hier wieder ein wunderschön dekorierter Bahnhofsvorplatz. Auch wieder mit den 8. Ja. Hier die Möglichkeit Tram und Bus separat. Dann die ganzen Schirme, die ganzen Assets. Ich weiß nicht, was er hier alles verwendet hat. Das sieht einfach so nice aus. Das ist der Bahnhof. Ich muss jetzt hier mal wieder auf Pause stellen, sonst leckt es ja hier dauerhaft. Hier, das passt, finde ich, perfekt hier mit dem Vorplatz wieder. Das ist echt krass, wie viel Liebe da reingesteckt wurde. Das ist echt krass. Wie viele Linien fahren hier? Hier eine fährt so, eine so, eine so. Das ist gar nicht mal so schlecht, ja. Und auch hier wieder. Wunderschön in die Stadt oder in den Vorort integriert. Und hier kommen wir dann nach Uster und hier ist dann wieder alles tiefer gelegt. Und auch wieder hier mit dem Dach. Das sieht echt Hammer aus. Das sieht echt mega nice aus. Holy shit, sieht das nice aus. Und dann hier einfach auf solche Ideen, ja, auf solche Ideen würde ich niemals im Leben kommen. Niemals im Leben. Das so zu bauen, ja. Nie im Leben würde ich da drauf kommen. Hier hat er dann noch die. Das nicht die Schule? Muss ich mal kurz gucken, was er denn hier verbaut hat. Okay, was ist denn das? Okay, das kenne ich noch nicht. Aber das ist die. Nein. Genau, hier haben wir. Das ist einmal das. Ach, das ist das Krankenhaus, genau. Und dann gibt es noch genau diese Van Gallen Schule, das war das andere. Die zwei Sachen haben wir ja gerade eben gesehen. Und was ist denn das? Ach, das ist der IKEA. Also gerade durch solche Sachen leckt es halt manchmal immens, muss ich sagen. Wie hast du denn den Tunnel, das ist normalerweise ein Zugtunnel, wie hast du denn den zu der Schiene hinzu, zu den Straßen hinzugefügt? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Okay, fragwürdig. Hier hat er den Kran hingesetzt, echt mega nice. Kommen wir weiter zu Wettwil, ja. Waren wir nicht schon? Nee, Wetzwil. Hier auch wieder der IKEA. Und ja, ich dachte gerade, was haben wir denn hier? Und dann geht es hier weiter. Einfach, wir haben ein bisschen abseits. Einfach das Depot hinbauen. Mit der Trasse. Voll die geile Idee einfach. Ja. Auch hier mit dem. Alter, wie exakt das an der Straße entlang führt. Ja, okay, hier geht es ein bisschen weg, aber das ist echt krass, wie exakt es da lang geht. Warte, das ist eine Extraschiene, oder? Ist das eine Extraschiene? Ich gucke jetzt einfach mal. Ah, das ist eine Extraschiene. Aha. Ach so, okay. Verstehe. Verstehe. Okay, also das fällt mir gerade auch auf. Ich weiß nicht, ob du das störend findest, aber ich platziere zum Beispiel meine Signale nie hinter so einem Masten.
Also ich weiß ja nicht, ob die Masten jetzt genau gleich stehen wie bei dir, ja. Aber da ändere ich immer ziemlich viel dran. Ja, auch wieder ein sehr schöner Bahnhof. Hier mal eine andere Lok. Gotardo 2016. Die Loks verwende ich bei mir eigentlich gar nicht. Die seht ihr bei mir gar nicht, weil die mir ehrlich gesagt gar nicht mal so gut gefallen. Und wir haben hier überall knapp 80, ja, sogar fast über 80% Linienbenutzung. Das ist echt krass. Auch hier die Parallelfahrt mit der Straße in den Bahnhof. Mega nice. Und ich glaube, wir kommen dann auch schon. Na, wir haben noch hier ein etwas kleineres Dorf. Pfeffikon, ja. Hier hat er den großen Lieschen gebaut. Boah, ich dachte gerade schon, TF schmiert mich schon wieder ab. Ja. Also das ist. Ah, hier hat er den Ding hingebaut, den, ja, sag's schon. Ja, den Hafen. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen, holy shit. Hat er den zweimal hingesetzt? Ja, den hat er zweimal hingesetzt. Einmal klein, einmal groß. Geil. Was sind denn das für Wägen? Was sind denn das für Wägen? Habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber auch mal wieder eine richtig coole Idee. Einfach mal so in den Hafen fahren. Warum denn auch nicht, ja? Warum auch nicht? Ach so, das ist an. Ah, okay. Also das ist ein Bahnhof. Und das sind einfach nur. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Kommen wir nun zum Abschluss der Folge noch in die Großstadt Ionen mit 5004 waren es, glaube ich. Oh, die sind geschrumpft. Sagen wir, okay, sagen wir 5000 Einwohnern. Und das ist halt echt immens krass, wenn ihr euch die Fläche mal anguckt, ja. Und mein, wie gesagt, ich kann hier noch einigermaßen euch das flüssig zeigen. Okay, jetzt kam ein Leck, aber das ist halt krass, dass ich euch das noch so flüssig zeigen kann. Mit knapp 5000 Einwohnern, das ist dann bei mir schon deutlich lackhafter. Und ja, das ist halt auch wieder ein wunderbar schön gestaltetes Kreuz, ja. Hier mit den zwei Abfahrten oben drüber, der andere wunderbar. Ah, okay, jetzt, was ist jetzt? Ah, okay. Habe verstanden. Und dann hier die Unterführung. Jawohl, zwei gehen da, zwei gehen da. Zwei kommen dann nochmal von da. Alter Schwede, da hast du dich aber verkünstelt. Da hast du dich ja richtig verkünstelt. Und war das hier? War das hier? Wo ich den. Genau, hier der Kreisverkehr. Und finde ich auch mal eine coole Idee, in TF einen Kreisverkehr zu gestalten, denn ja, er ist ja in beide Richtungen befahrbar. Deshalb auch die komische Linienführung hat mich anfangs sehr verwirrt. Aber es scheint zu funktionieren. Ja. Ja, dann noch die alten Trams. Und den großen Bahnhof natürlich mit Cheat Engine auf 7 Gleise erweitert. Das finde ich echt nicht tragisch. Und dann hier eine wunderschöne alte Brücke. Also da muss ich echt sagen, also er hat, der liebe Nando, genau, hat sehr viel Liebe ins Detail hier seine Map dekoriert, muss ich echt sagen. Und das ist echt unglaublich. Also da würde mir wahrscheinlich allein die Zeit, wäre mir da viel zu kostbar, um das alles so schön, wie hier zum Beispiel der ganze Vorplatz, wenn ihr euch das anguckt. Ja, das ist wahrscheinlich alles selber platziert hier. Ja. Sogar der Baum ist extra und das Blumenbeet. Ach du Heilige. Also da echt fetten Respekt an dich, dass du dir da so viel Zeit nimmst und das alles so schön machst. Und ja, ich verabschiede mich hiermit mit dieser Map-Vorstellung.
Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Und ihr könnt ja den lieben Nando mal anschreiben, falls ihr noch irgendwie was von der Map sehen möchtet, was ihr jetzt in der Map-Vorstellung nicht gesehen habt. Ja, ich verabschiede mich hier mit dem Blick auf den Hauptbahnhof von Ionen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.